Hallo, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Winterzeit ist Lesezeit, findet ihr nicht auch? Gerade bei kaltem Wetter kann man sich so richtig gemütlich machen, sich einkuscheln und das am besten mit einem guten Buch. Also sprechen wir heute über Winterbücher, das heißt Bücher, die meiner Meinung nach ganz gut in diese winterliche Stimmung passen. Und ich habe das Video in drei Teile unterteilt. Als erstes gebe ich euch ein paar Buchempfehlungen, also Bücher, die ich bereits sehr, sehr geliebt habe und wo ich weiß, sie passen sehr gut in den Winter. Dann geht es um meinen Want-to-Read-Stapel, das heißt Bücher, die ich auf jeden Fall jetzt im Winter lesen möchte. Und als letztes noch zu meiner Wunschliste Bücher, die ich auf jeden Fall noch lesen möchte, noch nicht zu Hause habe, aber wo ich glaube, die könnten auch ganz gut in den Winter passen. Beginnen wir gleich mit meinen Buchtipps und ich freue mich jetzt sehr, das erste Buch in die Kamera zu halten, denn ich habe es noch nie hier auf YouTube empfohlen, was daran liegt, dass ich es erst kürzlich gelesen habe. Und zwar A Song to Raise a Storm von Julia Dippel. Ich muss ehrlich sagen, das Cover und Farbschnitt nicht unbedingt meinem Geschmack entsprechen, aber es kommt hier wirklich, wirklich auf den Inhalt an. Der ist nämlich ziemlich großartig. Ich würde sogar sagen, eins meiner liebsten Fantasy-Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Deshalb wird es auf jeden Fall auch einen Platz unter meinen Jahreshighlights finden. Und es hat auf jeden Fall winterliche Stimmung. Das finde ich bei Fantasy ja ohnehin, so grundsätzlich. Aber hier kommt noch die Komponente des Sturms mit dazu. Es handelt sich nämlich um einen Schneesturm, der hier heraufbeschworen wird. Und dieser Schneesturm zwingt die Protagonisten dazu, sich in einem Gasthaus zu verschanzen, weil sie eben durch diese Schneemassen gar nicht kommen. Das heißt, sehr kühle winterliche Atmosphäre, aber auch aufgeheizt durch andere lustige Momente und ganz, ganz viel Spannung. Ich habe das Buch total geliebt. Da es sich hier um eine komplexe Fantasy-Welt handelt und ich auch nichts vorwegnehmen möchte, fällt es mir echt schwer, den Inhalt zusammenzufassen. Deshalb reicht es vielleicht zu sagen, dass wir hier eine sehr coole, taffe Protagonistin haben mit speziellen magischen Fähigkeiten. Sie ist die letzte ihrer Art und trifft nun auf den männlichen Protagonisten und ja, auch seine Freunde, die auf dem Weg sind, einen Mordfall aufzuklären. Und das versuchen sie nun mit ihrer Hilfe, gefangen in diesem Gasthaus. Später geht es dann aber auch irgendwann nochmal aus dem Gasthaus raus. Die Welt ist auf jeden Fall sehr, sehr groß, sehr magisch, sehr kreativ mit Wendungen und allem, was man eigentlich so als Fantasy-Liebhaber gerne liest. Als Romantasy-Liebhaber, muss man vielleicht sagen. Aber auf jeden Fall, lest dieses Buch. Ich habe es total gerne gemocht und freue mich extrem auf Band 2. Worlds Apart von Annabelle Steel passt meiner Meinung nach sehr gut in den Winter, weil es hier auch unter anderem ums Backen geht. Casey träumt von ihrer eigenen Konditorei und nimmt deshalb an einer Back-Reality-TV-Show teil. In der Jury sitzt jetzt aber Leo, ein sehr attraktiver Schauspieler, für den Casey ein paar Gefühle entwickelt und mit dem auch dann eine sehr, sehr cute Love-Story entsteht. Von dieser Liebesgeschichte darf aber natürlich niemand erfahren, denn das könnte Casey ihre Chancen auf den Sieg kosten. Es handelt sich hier also um den Forbidden Love Trope, der ja immer so ein bisschen Spannung mit in die Geschichte reinbringt. Trotzdem ist es sehr, sehr gefühlvoll und emotional durch ein paar andere Themen, die innerhalb der Liebesgeschichte noch angesprochen werden. Und abgesehen von der Liebesgeschichte gibt es auch noch eine weitere Handlungsebene durch diese Reality-TV-Show, durch die dann auch sehr viel Dramatik noch mit reinkommt, aber auf eine sehr gute Art und Weise. Und das machte das Buch eben nicht nur emotional, sondern auch unterhaltsam. Ich hatte total viel Spaß beim Lesen, habe die Charaktere extrem viel können und kann euch deshalb Worlds Apart von Annabelle Steel einfach nur empfehlen. Ich glaube, es ist beinahe unmöglich, ein Video über Winterbücher zu drehen und die Green Valley-Reihe nicht zu erwähnen. Sie ist einfach diese deutsche Prototyp-New-Adult-Reihe, die cozy Stimmung verbreitet und weil sie eben auch in den Rocky Mountains spielt, passt es perfekt. Gerade in Band 1, New Beginnings, geht es auch um einen ehemaligen Skifahrer. Also auch Schnee ist da total die Thematik. Und eben, ja, eine deutsche Protagonistin, die als Au-pair in die Rocky Mountains zieht, dann auf diesen Ryan, der ein bisschen grumpy ist, trifft und daraus entsteht die Love Story. Alle Bände sind an sich total cozy und atmosphärisch. Ich muss sagen, nicht jeder Band war für mich gleich stark. Zum Beispiel Band 2 mochte ich persönlich nicht so gerne. Und ich glaube auch Band 1 hat für mich immer noch so den Spitzenplatz inne. Trotzdem eine Reihe, die auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön und atmosphärisch ist und immer empfehlenswert, auch weil sie eine so, so große Fangemeinschaft hat. Letztes Jahr habe ich schon mal ein ähnliches Video gedreht, da aber zu Weihnachten
Weihnachtsgeschenken und darin habe ich unter anderem erwähnt Everything We Had, Crushing Colors und Eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Diese Bücher sind weiterhin super empfehlenswert. Ich würde sie hier aber dann einmal auslassen, gerade weil es sich natürlich nicht doppeln soll. Trotzdem verlinke ich euch nochmal das Video und sage ganz kurz, in Everything We Had ist es eine sehr tolle Stimmung, weil es um ein Büchercafé geht. Also sehr cozy. In Crushing Colors spielt es eben zur Winter-Weihnachtszeit und ist eh ein ganz, ganz tolles New Adult Romance Buch. Und Eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens ist einfach einer meiner liebsten Klassiker und wie der Name schon sagt, passt es perfekt in die Weihnachtszeit. Ebenfalls eine Highlight-Buchreihe in diesem Jahr für mich war Caraville und die beiden Folgebände ebenso. Ich habe diese Reihe so sehr geliebt und dabei wollte ich sie eigentlich gar nicht lesen, denn ich hatte eigentlich nur vor Once Upon a Broken Heart, das ist der Spin-Off, zu lesen. Und dann wurde mir gesagt, Julia, die hängen zusammen, es ist viel besser, wenn du zuerst Caraville liest. Habe ich gesagt, na gut, dann mache ich das eben. Hatte gar keine Lust, hab's gelesen und extrem, extrem geliebt. Und ich habe Caraville damals auch im Januar letztes Jahr gelesen. Das heißt, ich finde, es passt sehr gut in die Zeit, auch wenn ich da jetzt nichts spezifisch Winterliches dran finde. Ich finde aber, wie gesagt, Fantasy passt immer ganz gut in den Winter und es ist einfach so magisch und wundersam, dass es irgendwie auch was von so Weihnachtsmarktstimmung hat, auch wenn es ja eher so Zirkus-spielmäßig gedacht ist. Auf jeden Fall eine sehr, sehr große Empfehlung, egal zu welcher Jahreszeit. In Caraville geht es um die Schwestern Donatella und Scarlett, die aus ihrem alten Leben mit ihrem Vater fliehen möchten. Eine Fluchtmöglichkeit kommt jetzt in Form einer Einladung zu Caraville. Caraville ist ein Spiel, was vom Spielemaster Legend betrieben wird. Es ist magisch und es ist vor allem deshalb magisch, weil man nicht so ganz weiß, was echt ist und was nicht echt ist. Es ist super schwierig zu beschreiben, aber man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so eine Art Mindgame, mit so einem Zirkusmotto und es ist auf jeden Fall super, super gut gemacht, extrem spannend, sehr, sehr kreativ und magisch und die ganze Reihe, das ganze Universum hat extrem mein Herz. Gerade für jüngere Leserinnen sind die Jugendbücher von Kerstin Gier ausnahmslos immer zu empfehlen. Ich habe mit ihnen so richtig zum Lesen gefunden und deshalb werden sie immer einen sehr großen Platz in meinem Herzen einnehmen. Und aktuell besonders interessant sind vermutlich vor allem Einmal Silber. Das wird ja aktuell verfilmt, beziehungsweise der Film ist gerade rausgekommen. Der hat zwar sehr, sehr wenig mit den Büchern zu tun, aber vielleicht ist deshalb das Interesse umso mehr gestiegen, die Bücher zu lesen. Die sind nämlich total schön und magisch und dieses ganze Magiesystem mit den Protagonisten, die in die Träume anderer Menschen hineinschauen können, finde ich einfach super spannend und originell. Habe ich so noch nirgendwo sonst gelesen. Und Kerstin Gier ist einfach eine tolle Autorin mit großartigem Humor. Und außerdem noch Wolkenschloss. Das ist jetzt kein Fantasy-Buch und ich habe es, glaube ich, auch zu einem Zeitpunkt gelesen, zu dem ich mich dann auch schon etwas zu alt für das Buch gefühlt habe. Trotzdem aber wirklich total atmosphärisch. Es spielt in einem Grand Hotel in der Schweiz, meine ich. Es ist auf jeden Fall in einer Schneeregion und deshalb auch sehr, sehr winterlich. Und da geht es dann weniger um Fantasy und mehr um Intrigen in diesem Hotel. Auf jeden Fall auch total schön zu lesen und definitiv empfehlenswert. Falls ihr gerne Bücher lesen wollt, die so ein bisschen eher in die Mystery- und Rätselrichtung gehen und die sich super, super schnell weglesen lassen, kann ich die Inheritance Games Reihe sehr empfehlen. Ich habe sie schon öfter hier erwähnt und mochte sie total, gerade wegen des sehr zackigen Schreibstils, der kurzen Kapitel und weil man einfach immer viel Spaß beim Miträtseln hat. Und ich finde auch, das passt irgendwie ganz gut in den Winter, sich mit so einer, sag ich mal, krimiartigen Geschichte einzukuscheln. Und ja, ich mochte die, wie gesagt, auch sehr, auch wenn es jetzt keine unbedingten Highlights, glaube ich, im Endeffekt für mich sind. Es geht um Avery, die eine große Geldsumme erbt von einem Mann, den sie bis dato gar nicht kannte. Jetzt muss sie auf das Hawthorne-Anwesen ziehen, wo dann auch die Verwandten von diesem Mann, der ihr das Geld vererbt hat, leben. Und die fragen sich natürlich auch, warum hat Avery das Geld geerbt? Es gibt einige sehr komische Dinge, die dann passieren, Schikanen und Intrigen und es wird ziemlich, ziemlich gefährlich. Und ja, das ist ungefähr der Inhalt. Es hat mir wirklich sehr Spaß gemacht beim Lesen und deshalb empfehlenswert, gerade auch für den Winter. Dann habe ich mir noch überlegt, ein Buch zu empfehlen, was ich noch nie auf Bookstagram, Booktube oder Booktalk gesehen habe, weil es schon etwas älter ist. Und zwar Fire and Frost
Ich habe die Reihe damals extrem geliebt. Weiß nur, dass ich jedem Band immer extrem entgegengefiebert habe. Es ist aber jetzt natürlich auch etwas her, dass ich die Reihe gelesen habe. Inhaltlich geht es um Ruby. Sie ist eine Fireblood, das heißt, sie hat Feuerfähigkeiten in einer Welt, die von Frostbloods regiert wird. Das heißt, Menschen mit Schnee- und Eisfähigkeiten. Sie versteckt sich schon ihr ganzes Leben lang und jetzt wird sie ausgerechnet von Arceus gerettet. Er ist ein Frostblood-Krieger und deshalb quasi sowas wie ihr natürlicher Feind. Ja, und von da an entwickelt sich die Geschichte. Eine Trilogie ist es, wie gesagt. Und ich mochte die damals total gerne und wirklich empfehlenswert. Das waren also meine Buchtipps. Kommen wir zu den Büchern, die ich in den nächsten Wochen, das heißt im Winter, lesen möchte. Gerade angefangen habe ich Iron Flame. Das ist der zweite Band von Fourth Wing, was ja schon ein Jahreshighlight war. Und ich bin zwar erst bei so 230 Seiten, aber schon jetzt kann ich wahrscheinlich sagen, dass ich sowohl Band 2 als auch Band 1 wahrscheinlich nochmal in meinem Jahreshighlight-Video ausführlich besprechen werde. Deshalb werde ich hier gar nicht mehr so sehr drauf eingehen und einfach die Leseerfahrung gerade ein bisschen genießen und mich wahrscheinlich von dem Ende zerbrechen lassen, denn dazu haben schon einige mir was geschrieben. Ich wollte euch eigentlich nur daran erinnern, dass dieses Buch ja gerade rausgekommen ist und sowohl Fourth Wing als auch Iron Flame extrem gut in diese Winterzeit passen. Eben schon habe ich von der Green Valley-Reihe erzählt, aber dann noch etwas zurückgehalten, dass ein neuer Band erschienen ist, und zwar New Wishes. Ich glaube, ich muss hier gar nicht mehr erwähnen, dass es super winterlich ist, auch hier mit der Schneeflocke drauf abgebildet. Die Gestaltung ist einfach total schön. Und wir kehren zurück nach Green Valley, genauso wie die Protagonistin, die Green Valley eigentlich als ihre Heimat bezeichnet und jetzt eben zurückkehrt, um ihre Familie zu unterstützen. Sie wird in ein Zimmer mit einem Eishockeyspieler einquartiert, obwohl sie so gar nichts mit Eishockey am Hut hat. Ich glaube, es ist also vielleicht auch als Sports Romance zu bezeichnen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ich bin auch gespannt, ob das dann der letzte Band der Green Valley-Reihe ist. Aber ja, finde es fast perfekt in die Zeit und bestimmt auch eine Empfehlung für euch. Als nächstes würde ich gerne One of Six von Kim Nina Ocker lesen. Das spielt in einem luxuriösen Skiresort, wo Protagonistin Luca in einem Auswahlverfahren für einen Traumjob als Social Media Managerin für dieses Hotel teilnimmt. Und es ist ja Romantic Suspense, das heißt, es gibt auch eine Love Story, aber auch ein paar Spannungsmomente, dadurch, dass es anscheinend einen Stromausfall durch einen Schneesturm gibt und, wie der Klappentext sagt, da draußen jemand sein Unwesen treiben könnte. Also ich bin sehr aufgeregt und freue mich total aufs Lesen. Ebenfalls in einem Hotel, und zwar in einem Berghotel, spielt die Einladung von Sebastian Fitzek. Es ist natürlich ein Psychothriller, das heißt, hier wird es keine Love Story geben, vermutlich. Ich meine, es geht um eine Protagonistin, die sich keine Gesichter merken kann und es gibt ein Klassentreffen. Wie das alles aber zusammenhängt, das weiß ich noch nicht so genau. Ich habe auf jeden Fall schon von einigen gehört, dass sie die Plot-Twists in diesem Buch nicht haben kommen sehen. Andere haben aber auch gesagt, dass es ein paar Ähnlichkeiten zu One of Six gab. Das heißt, ich bin mal sehr gespannt, gerade wenn ich die Bücher vielleicht relativ nah hintereinander lese, das weiß ich noch nicht, aber ob mir dann auch die Ähnlichkeiten auffallen und welches dieser beiden Bücher ich dann besser finde. Eines meiner neuesten Neuzugänge ist Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies. Ich finde das Wort super schwierig auszusprechen, aber ich freue mich total auf das Buch. Hab mir eigentlich vorgestellt, dass es einfach nur rein cozy, gemütlich sein wird und sehr ruhig. Mir haben aber jetzt einige geschrieben, dass es zwar cozy ist, aber schon sehr düstere Elemente hat und gerade jetzt auch gut in die Herbst-Winterzeit passt. Das heißt, ich nehme mir dieses Buch für den etwas späteren Winter vor und freue mich extrem aufs Lesen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht so viel über den Inhalt, aber einige Buchblogger, die ich sehr gerne mag und auf deren Meinung ich vertraue, haben das Buch sehr gerne gelesen und dann kam der Titel und das Cover dazu und ich war direkt überzeugt. Ich habe ja auch in einem anderen Video mal in die Leseprobe reingelesen, mochte die zwar ganz gerne, aber das Buch ist dann noch nicht eingezogen. Jetzt hole ich das nach und freue mich total. Ein weiteres bei mir noch ungelesenes Buch mit Winterstimmung ist definitiv Icebreaker und können wir darüber reden, wie wunderschön dieses Cover ist. Ich finde es ganz, ganz traumhaft. Es geht um eine Eiskunstläuferin, die sich für die Olympischen Spiele qualifizieren will. Jetzt treten aber ein paar Probleme auf, unter anderem bricht ihr Eiskunstlauf-Tanzpartner weg und stattdessen bietet sich der Kapitän der Eishockeymannschaft an. Daraus entsteht dann die Love Story, hab gehört, das soll auch ziemlich spicy sein. Ich hoffe, mir wird es nicht zu spicy, aber ich gehe ganz neutral dran. Ich weiß, das Buch ist auch total beliebt, also freue ich mich extrem aufs Lesen und wie gesagt, das Cover ist zum Niederknien.
sehr, sehr cool. Ich freue mich drauf. Als letztes sprechen wir noch über meine Wunschliste. Das heißt Bücher, die ich noch nicht zu Hause besitze, aber die ich mir ganz gut für den Winter vorstellen könnte. Und da kommt ihr natürlich auch zum Einsatz. Auf der einen Seite könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die genannten Bücher bereits gelesen habt und ob ihr sie empfehlen würdet. Und gerne könnt ihr mir auch noch ganz unabhängig andere Bücher empfehlen. Die müssen auch nicht zwingend irgendwie was mit Winter zu tun haben. Einfach nur Bücher, die ihr mir jetzt empfehlen würdet. Angefangen damit, dass ja zuletzt der vierte Band der Tintenwelt-Reihe erschienen ist und ich muss ehrlich gestehen, dass ich noch kein einziges Buch von Cornelia Funke gelesen habe, was ich finde schon eine sehr große Schande ist, gerade weil ich die wilden Hühner beim Aufwachsen total geliebt habe, also dann den Film natürlich, aber ich hätte damals echt auch schon die Bücher lesen sollen, ich habe es irgendwie nie getan. Und deshalb ist in mir so immer dieser Wunsch, dieser Gedanke, dass ich eigentlich doch mal eine ihrer Reihen lesen müsste. Und vielleicht wäre die Tintenwelt-Reihe ja etwas für mich. Ist ja auch mittlerweile ein ganz großer Klassiker, den man schon fast vielleicht kennen sollte. Das heißt, was sagt ihr? Und ja, steht auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Als nächstes auf meiner Winterwunschliste steht auf jeden Fall A Breath of Winter. Warum das jetzt in die Jahreszeit passt, das lässt sich auf jeden Fall durch den Titel schon mal herleiten. Ich habe sehr, sehr viel Gutes über dieses Buch gehört. Es ist ja ein Fantasy-Buch, viel mehr weiß ich aber tatsächlich noch gar nicht, außer dass da auch noch so Schwerte drauf sind, das heißt vielleicht geht es auch um Kämpfen oder so, aber manchmal mag ich es auch ganz gerne, gar nicht zu viel über ein Buch vorher zu wissen und mich einfach drauf einzulassen, wenn ich weiß, diesen Empfehlungen kann ich normalerweise vertrauen. Das heißt auch da schreibt gerne, wie euch das Buch gefallen hat, falls ihr es kennt. Ein Klassiker, den ich auf jeden Fall irgendwann nochmal lesen möchte, ist Little Women und da höre ich sehr oft, dass es ganz gut in diese Herbst-Winterzeit passt, von der Stimmung her. Warum genau, weiß ich natürlich nicht. Ich habe nur den Film gesehen und den mochte ich total gerne. Es ist für mich immer eine kleine Überwindung, mich an Klassiker heranzuwagen, weil ich immer so ein bisschen Angst habe, dann, ja, dass es doch ein bisschen schwer oder zäh zu lesen ist für mich. Trotzdem ist das ein Buch, was ich mir auf jeden Fall ganz, ganz dringend vornehme. Ich finde eigentlich auch, dass man immer mal wieder so Klassiker versuchen sollte, zumindest zu lesen. Und ich habe es eigentlich auch meistens nicht bereut. Das heißt, das steht auf jeden Fall auch auf meiner Wunschliste. Ansonsten bin ich noch auf der Suche nach einer Buchreihe, die ich ganz neu anfangen kann. Vielleicht wirklich fürs neue Jahr, für Januar. So habe ich es zumindest in den letzten Jahren gemacht. 2021 habe ich Throne of Glass gelesen. 2022 Shatter Me und 2023 dann die Caravelle-Reihe. Also immer Reihen, die schon vollständig erschienen waren, die ich dann auch hintereinander weglesen konnte und die mir zum Glück auch alle extrem gut gefallen haben. Und genau mit so einer Reihe, vielleicht auch einer älteren Reihe, wieder ins Jahr zu starten, das wäre doch echt richtig schön. Vielleicht wird es ja die Tintenwelt-Reihe, vielleicht habt ihr aber auch noch andere Empfehlungen für mich. Das war auch schon meine Winter Reading List. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt super gerne in die Kommentare, welche Bücher ihr im Winter lesen wollt und teilt gern all eure Empfehlungen mit mir. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und sage bis dann. Come and fly away with me. Come and fly away with me.